So, wir wollen eine Krabbe töten. Das müsste so eigentlich ganz gut hinhauen. Was mich nur irritiert, wir haben letztes Mal hier irgendwo hingeklickt und dann ging das Teil auf. Aber da ist gar keine Schalteranimation. Oh, das ist Zeitschloss gesichert. Okay. Ting. Ah, da muss ein Geschwindigkeitstrank her, sonst schaffen wir das nicht, bevor er wieder auftaucht. Kriegt er weniger Schaden, wenn er im Block ist? Komm schon. Ich will nicht noch mehr Ressourcen verschwenden. Sehr schön. Eine Krone der Könige. Und die kann man nicht mal anlegen. Also wahrscheinlich hätte sie eh total miese Stats. Aber wenn man eine Krone findet, will man sie doch auch anlegen können. Na gut. Vielleicht ist das ja nur bei mir so. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt da unten. Dann wird hier wohl irgendwo ein Teleporter wieder nach oben sein. Und dann können wir das eigentliche Westmost-Rätsel angucken. Außer das war jetzt doch irgendwie das und ich habe wieder was durcheinander gebracht. Ah, das schaut doch gut aus. So, Schild wieder in die Hand. Und wir würden gerne da nach oben gehen. Du kommst auch noch mit. Hier nach oben gehen. Dann sind wir jetzt in Rumpelkammer Nummer 10, 12 oder so. Und jetzt, wir wollen da hinkommen. Da ist der Stahlplattenpanzer, den ich schon im letzten Playthrough haben wollte. Das heißt, wir müssen hier irgendwo runterfallen. Wahrscheinlich Westmost, also das westlichste. Was ist mit denen da? Die drei Stück. Ja, das werden wahrscheinlich die drei sein. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal getestet. Das da. Haben wir die Westmost-Rolle eigentlich hier gefunden oder war die eine Etage weiter runter? Es kann gut sein, dass wir sie hier irgendwo gefunden haben und dass die Krone wirklich das Westmost-Rätsel war. Und das Rätsel hier hinten, wo der Panzer ist, ist ganz was anderes. Na gut, gehen wir erstmal eine Etage hoch und springen dann einfach da runter und gucken, wo wir rauskommen. Ich nehme an, da. Wenn nicht, dann nicht. Wo geht's hoch? Da ist ein Einsturz. Hier lang. Und das Licht ist wieder aus. Klick. Und ich habe wieder vergessen, den Stab gegen den Orb zu... Oh. Den Stab gegen den Orb zu tauschen. Das wollte ich ja auch schon seit einer ganzen Weile machen. Dich klicken wir mal, nur so für den Fall. Hat ja vor kurzem auch ganz gut geholfen, wegen der Krabbe. Oh. Dich haben wir auch schon. Na gut. So, noch eine Etage hoch. Und hier waren jetzt die vier Bereiche, wo man sich hin teleportieren konnte. Das müsste das Zeiträtsel gewesen sein. Trails of Thought, nein. Katakomben, nein. Beast Garden, nein. Time and Tide. Also hier. Dann. Hier war auch noch ein Rätsel, oder? Mit dem Buch. Nee, das haben wir schon gemacht. Und ja, es war definitiv eine gute Idee. Das war Westmoss, richtig? Ja, hier falle ich jetzt einfach runter. Und wir landen genau da, wo ich es gedacht habe. Mist. Aber ja, es war definitiv eine gute Idee, nicht weiter runter zu gehen, sondern erstmal alle Rätsel nachzuholen. Sonst hätte ich später absolute Orientierung verloren. So, und den Plattenpanzer, da meine ich. Hier sehen wir auch keine Fallgruben in der Decke. Wo ist das da hinten? Da rechts könnte eine sein. Hier waren wir auch schon runtergesprungen, oder? Das wäre da.
die könnte es echt sein. Also die letzte, in der man runterfallen könnte. Ich habe zwar so ein leichtes Déjà-vu, dass ich das schon mal gemacht habe. Aber probieren wir es einfach nochmal. Tum, 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 tum. Viel anderes habe ich auf der Liste eh momentan nicht mehr. Da werdet entweder ihr mir aushelfen müssen oder ich muss ein bisschen in meinen eigenen alten Folgen nachgucken. Klick, klick, klick. Nein. Und hier war auch gleich ein Knopf, aber der öffnete, glaube ich, nur diesen Gang da. Den können wir uns sparen. Also wir gehen jetzt die ganzen Platten hier lang bis zum letzten Feld und bleiben da einfach stehen und plumpsen runter. Das dürfte ja nicht allzu schwer sein. Na, 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 na. Da vorne. So, bye bye. Und wir sind zu weit rechts. Also ja, da wo ich das N markiert habe, da müssten wir wirklich runterspringen, um hinter dem Gitter zu landen. Also wir sind jetzt da runtergefallen und da rausgekommen. Eins. Eins, zwei, drei. Was ist so komisch schräg? Eins, zwei, drei, vier, fünf schräg ist die rechte Fallgrube. Eins, zwei, drei, vier, fünf ist wahrscheinlich die, ist die rechte und die ganz links ist da. Wie komme ich dahinter? Also eigentlich reicht es ja, wenn wir irgendwo hier in dem Bereich runterfallen. Aber hier sind nirgendwo Fallgruben. Nee. Das hilft so nix. Was ist mit dem? Das wäre 2 hoch 2 links. 2 hoch 2 links, ja, da runterfallen bringt auch nix. Und nach Schaltern haben wir da bestimmt auch schon geguckt. Na gut, ich gucke nochmal auf meine Liste. Also wir sollten den Orb austauschen mit dem Stock. Das mache ich später. Das Westmost-Rätsel haben wir entweder schon gelöst mit der Krone. Oder ich weiß nicht, was sonst noch gemeint sein könnte. Weil Westmost-tüstete Fallgrube wären hier drei auf einmal, wenn es in dieser Etage wäre. Aber dann landen wir hier oben. Das bringt uns nicht wirklich weiter. Ich denke echt, dass das hier gewesen ist. Wir haben hier irgendwo die Westmost-Rolle gefunden, sind jetzt da runtergesprungen und wir sind dadurch das an die Krone rangekommen. Das passt schon ganz gut. Also Westmost-Rätsel haben wir wahrscheinlich auch gelöst. Das heißt, das Westmost-Rätsel war auch gleichzeitig das Rätsel in den Hallen des Feuers. So, dann haben wir das Rätsel bei den Sequenzes gelöst. Da war der Schlüssel drin für die Tür da unten. Und das war's wirklich meine Liste. Das heißt, wir müssen jetzt entweder runtergehen oder ich nutze die restliche Zeit, um die Rumpelkammern aufzuräumen. Ja, das ist doch schön langweilig. Damit kann man schön 7 Minuten füllen. So, das heißt, ich laufe jetzt einfach ganz weit nach oben. Also einfach noch eine Etage hoch. Und gucke, ob da noch irgendwas von unserem Rumpelzeug ist. Und wenn ja, sacke ich das alles ein und bringe es einfach runter in die nächstbeste Rumpelkammer. Und sortiere aus, ob wir davon überhaupt irgendwas gebrauchen können. So, hier haben wir schon aussortiert. Und hier war mal eine Rumpelkammer, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das war das Spinnenlevel. Aber da hier jetzt nichts mehr ist, haben wir das anscheinend schon mal runtergebracht. Was ja auch ganz praktisch ist. Das heißt, wir können hier einfach durchlaufen. Gehen runter in die nächste Etage und nehmen da das Zeug mit, was rumliegt. Hieronymo, ich liebe diese Geschwindigkeit. So, da klicken wir nochmal drauf. Brauchen wir nicht, 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 brauchen wir nicht. Ha. Brauchen wir nicht. Oh, die Schleime. Die habe ich ja ganz vergessen. Die können wir inzwischen angehen. Wo waren die Schleime? Ebene 3. Ich glaube, da waren die Schleime. Sehr schön. Gut, dass ich hier noch drüber gestolpert bin. Das hätte ich doch glatt vergessen. Also wir gehen jetzt doch wieder nach oben. Wo wir eben gerade an der Rumpelkammer geguckt haben.
ignorieren stattdessen die Gegenstände, die eigentlich da sein sollten und nicht sind, und gehen zu den Schleimen. Die da wären da oben. Tschum, 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 tschum. Also ja, das wird wieder nervig, weil die Schleime ja doch recht zäh sind, aber inzwischen gut machbar. Und wir kommen so an einen weiteren Schatz ran. Ich glaube, da war auch echt nur ein Schatz und nicht noch irgendein Secret. Aber die Schätze sind ja genauso wichtig. Ah, hier könnte doch noch ein Secret gewesen sein. Denn das Ding will gefüttert werden. Mit einem Edelstein war das, glaube ich. Das Garstige hier an der Ecke war, dass die Schleime durch die Gitter durchspucken können. Aufpassen, dass wir nicht umkreist und von allen Seiten angespuckt werden. Kann schnell Turm Power und so. Oh, viel zu knapp. Tür zu. Und schlafen. Ja, wir können auch nicht mit den Fernkampfwaffen hier arbeiten, denn die kommen nicht durch die Gitter durch, was ich ziemlich unfair finde. Also klar, so eine Wurfaxt kann man da nicht ordentlich durchschmeißen. Außer man war jahrelang auf Mittelalterfesten. Aber so ein Wurfpfeil oder ein Bogen, das müsste schon gehen. Aber naja, das wird hoffentlich irgendwann nochmal reingepatcht, wenn man denn die Custom Dungeons hat oder wenn es ein Add-on gibt oder einen zweiten Teil. Da sind ja die Diskussionen im Forum gerade heiß am Laufen. Und wir haben kein Licht mehr. Aber ja, ich will eh erstmal nur den Dungeon Generator haben. Alles andere ist mir egal. Dann können nämlich die Fans richtig coole Projekte machen. Denn gerade bei sowas ist es häufig so, dass die Fans bessere Sachen hinbekommen als die Entwickler selbst. Weil man braucht halt nicht so das Budget dafür, sondern einfach nur Ausdauer und Detailgenauigkeit. Zing. So. Nein. Komm her. Also. Stirb wenigstens einer von euch. So, raus hier. Tür zu. Wieder schlafen. Also ja, Fans allgemein können sehr hartnäckig sein und sehr ausdauernd. Das habe ich auch gesehen. Ich hatte auch mal versucht, einen Custom Dungeon zu bauen. Also für Dungeon Keeper, Dungeon Master war das damals. Und da habe ich auch so viel Zeit investiert. Und Morrowind Mods, da müsst ihr gar nicht erst mit anfangen. Da habe ich wirklich ein halbes Leben rein investiert. In lauter Kleinigkeiten. Aber gut, Lebenspunkte sind wieder voll. Stirb, nächster Schleim. Und warum ist da wieder ein neuer Schleim? Die respawnen jetzt aber nicht, oder? Das wäre echt nicht toll. Ganz und gar nicht toll. Nein! Der letzte Speicherpunkt war ein Kristall, ha? Jupp. An dem Punkt, wo mir die geniale Idee kam, hey, wir können jetzt zu den Schleim gehen, die sind doch inzwischen viel einfacher geworden. Mhm. Die Ecke ist echt nervig. Gerade wegen den Gittern. Aber gut. Nicht großartig rumjammern, einfach zurücklaufen. Sind wir hier überhaupt richtig? Ja. So. Und wenn wir gleich da sind, speichern wir unten erstmal ab. Versuchen dann einen Schleim umzubringen, dann haben wir wenigstens etwas geschafft. Und die Slots sind mal wieder voll. Ist ja nicht so, dass ich alle zwei, drei Folgen hier fleißig am Löschen bin. So, habe ich jetzt wieder 5, 6 Folgen, wo ich diese nervige Nachricht nicht bekomme. So, LP030. Hallo Schleim, was machst du direkt vor der Tür? Bist immer dreister, hm? Als nächstes läufst du noch die Treppen hoch. Hau. Hau doller. Hau schneller. Mann.
So, ah. Das war ein guter. Komm schon. Den bringen wir jetzt um, ohne hochzulaufen. 222. Okay, so viel dazu. Ah, was war eine gute Idee, dass wir hochgelaufen sind. Das waren bestimmt nur noch 2, 3 Lebenspunkte. Oh, können wir ja nachgucken. Wir regenerieren nichts. 6 Lebenspunkte. Oh, das war Glück. Sonst hätte ich nochmal neu laden müssen. Das wäre ja echt peinlich gewesen. Ah, die doofe Krankheit geht nicht weg. Ah, jetzt. Aber gut. Den bringen wir dann gleich noch um und dann kommt der eigentliche Cut. Aber gut, danach werde ich wohl erstmal kurz mit Grimrock pausieren. Also jedenfalls für 1, 2 Tage, damit genug neue Kommentare reinpurzeln können, wo wir noch Sachen übersehen haben. Und in der Zwischenzeit versuche ich auch rauszufinden, was ich so selber übersehen habe. Also indem ich einfach alle Folgen nochmal gucke. Damit wir dann, wenn wir wieder loslegen, auch gut was zu tun haben. Denn momentan fiele mir so nichts mehr wirklich ein. Licht, Licht. So. Komm her. Ach, du bist ja schon wieder da drin. Ja, dann machen wir zu. Stellen uns hier in die Ecke. Speichern ab. Und dann sehen wir uns so in 2, 3 Tagen wieder. LP 031. Bis dann.